29 Jahre, Vielseitigkeitsreiterin und Bloggerin. Bloggen jetzt seit Mai 2016 und das hat sich eigentlich von Anfang an ziemlich gut und schnell entwickelt, schneller als ich gedacht hätte, sodass ich 2017 dann schon im Social Media Team vom CIO Aachen war. Und letztes Jahr warst du ja auch zum ersten Mal hier beim CIO. Ja. Ist das so? Ja. Aber es ist immer noch aufregend, oder? Total. Und in dem Jahr und auch in 2018 dann Lumülen begleitet habe und ich durfte sogar dieses Jahr für Vielseitigkeitssport Deutschland nach Tryon zu den Weltreiterspielen. Ich blogge ja nicht hauptberuflich, sondern im echten Leben bin ich Producer für Werbefilmproduktion. Das heißt, ich habe von Haus aus einfach schon eine große Affinität zum Thema Film. Das silberne Pferd dieses Jahr zu gewinnen beim CIO war total abstrus immer noch. Also es ist kaum zu glauben. Denn über den ersten Platz und das silberne Pferd darf sich damit freuen. Meinen herzlichen Glückwunsch an Juliane Barth. Herzlichen Glückwunsch. Aber dann hatte ich dieses Pferd in der Hand und konnte das immer noch nicht fassen. Ich glaube, ich habe auch ein paar Tränen verdrückt. Wenn Bettina Heu dich in Aachen anspricht und sagt, Mensch, Juliane, du hast ja diesen Preis gewonnen, dann ist das erstmal schon ziemlich unglaublich. Auch Markus Döring hat mich später noch angesprochen, dass er mir total gratuliert. Und Jeremy Venting hat zum Beispiel geschrieben, der erste Preis der Vielseitigkeit am Aachener Wochenende geht an Juliane Barth. Das sind dann so Sachen, wo man wirklich sehr, sehr stolz ist, zu dieser Szene zu gehören und dass irgendwie die ganze Szene halt diesen Preis gewonnen hat.